So, guten Tag, Leute. Ich bin hier schwer am Schuften. Wie man sehen kann, ist der Rahmen komplett nackt. Da hinten ist der alte. Der hat ja einen Schaden unten rechts. Von hier aus gesehen unten rechts. Und deswegen baue ich also auf diesen Rahmen um. Warte mal, mach mal eben die Musikleiter. So. Und hinten die Schwinge habe ich schon wieder drin. Vorne stecke ich gerade die Gabel durch. Habe hier schon so, ja, so Dinger dran gemacht. Der Rahmen ist natürlich auch neu lackiert. Jo, so mache ich jetzt hier gerade weiter. Ich werde jetzt mal Stück und Stück ein paar Bilder machen. Also nach jedem Arbeitsschritt. Das ist übrigens der Motor. Den werde ich wahrscheinlich noch sauber machen, lackieren. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Sauber machen auf jeden Fall. Ob ich ihn lackiere, weiß ich noch nicht. Jo, und dann mache ich jetzt hier erstmal weiter fleißig. Neue Reifen habe ich schon da. Ich habe alles hier. Der nächste Step, Lenker und Gabel vorne sind schon dran. Jetzt ist der Kabelbaum dran, quasi die Elektrik, die wird da jetzt durchverlegt. Und ja, bin mal gespannt, wie das so funktioniert. Ich habe den gerade beim alten Rahmen abgemacht, also ich weiß noch, wo alles lang muss. So viel ist das auch nicht. Und ja, mal schauen, wie weit ich damit oder wie lange ich dafür brauche. So, hier ist der Kabelbaum schon wieder installiert, der ganze Sicherungskasten ist schon fest und jetzt muss ich halt vorne nur noch in die richtigen links und rechts verteilen und dann haben wir den Kabelbaum auch schon fertig. Ist gar nicht mal so schwer gewesen. So, ich bin jetzt dabei, den Reifen von der Felge abzuhebeln. Den Schlauch habe ich schon raus. Irgendwie war hier ein Stück von dem Reifen mit an der Felge festgeschraubt. Wenn ich das abgebaut habe, vielleicht werde ich sehen, wie der dann verbaut ist oder verbaut war. Naja, jetzt kämpfe ich mal weiter hier mit dem alten scheiß Gummi. Ab ist das scheiß Ding. So, ich habe noch mal ein bisschen fleißig hier was gemacht. Bin mal gespannt, wie der Ergebnis ist. Auf jeden Fall die sichtbaren Stellen habe ich mal ein bisschen geschwärzt. Ja, mal schauen, wie das so wird im Ergebnis. So, jetzt bin ich dran, hier diese, ich glaube bei Harley nennt man das Rockerboxen, hier diese Abdeckung oben von den Zylinderköpfen oder Ventildeckel oder was das ist, mal wieder sauber zu machen. Dann werde ich mich um die Abdeckung für die Zündspulen mal kümmern, die sind zwar schon schwarz, aber vielleicht gehe ich da noch mal drüber. Dann habe ich die Abdeckung schon mal hochpoliert. Ja, mal hier. Da werde ich heute auch dran gehen. Ich musste vorher den Deckel nur noch einmal nachlackieren. Da war eine Stelle, die war nicht ganz in Ordnung. Aber ansonsten bin ich zufrieden. Na, man muss aber überlegen, ich habe hier nur meine Garagenmöglichkeiten und bin auch kein Profi oder sonst wie was. Ich mache mit den Möglichkeiten, die ich zur Verfügung habe. Ach so, und noch was. Ja, ich muss jetzt mal hier drüber steigen. Neue Reifen sind drauf. Den hinteren, den hatte ich ja schon drauf. Ich habe aber beim Montieren den Schlauch kaputt gemacht. Und es hat sich herausgestellt, dass bei diesem alten Felgen gerade hinten noch so ein Reifenspanner innen drin montiert war und dadurch habe ich da irgendwie was kaputt gemacht und dann habe ich einfach jetzt die Reifen und die Felgen zum Fritzen gebracht. Der hat die mir jetzt aufgezogen, ist jetzt 2 Tage später und ja gut, ich habe sowieso nicht so viel Kraft aufgrund der letzten Ereignisse, also von daher hat mich das erstmal entlastet. Die Reifen sind drauf, jetzt geht es sich nur noch darum, den Motor hier da reinzusetzen.
Das werde ich, glaube ich, auch so machen, weil so kann ich den einfach reinschieben. Da brauche ich nicht so viel Kraftaufwand. Vorher werde ich aber diese Fins, also diese, na, wie heißen hier, diese Zylinderrippen hier, wieder plan schleifen. So zumindest der Plan. Obwohl ich das so eigentlich mittlerweile ganz schön finde, wenn das schwarz ist. Jetzt bin ich unschlüssig, was ich machen soll. Oder ich werde wahrscheinlich nur die oberen machen, hier, da, bis da, wo die, sag ich mal, diese Unterbrechung für die Zündkerzen sind, und die unteren schwarz lassen. So werde ich zuerst ausprobieren. Ja, und dann gucke ich mal. Das werde ich auf jeden Fall machen, bevor der Motor drin ist. Und danach können natürlich die Räder drauf. Jetzt habe ich natürlich keinen hohen Montageständer, aber ich denke, so rum ist es einfacher, als wenn ich erst die Räder drauf mache und dann ohne Ständer den Motor da reinheben, weil das wird ein bisschen tricky. Muss ich mal gucken. Ich habe zwar einen Shopper-Ständer und so weiter, aber ich probiere mal aus. So, habe ich schön hingekriegt. So, ich werde jetzt versuchen, die oberen äußeren Rippen wieder abzuschleifen. Und zwar habe ich hier einen kleinen Dremel und ich probiere es jetzt einfach mal damit aus. Es funktioniert zwar, aber irgendwie gefällt mir das auch nicht so ganz. Ich probiere mal was anderes aus. Lock. Da probiere ich jetzt mal. So, ich habe die Dinger jetzt wieder schwarz lackiert. Weil das ja überhaupt nicht gut aus, wie ich das gemacht habe, dann lasse ich die lieber schwarz. Und wie gesagt, wenn der Motor mal heiß gelaufen ist, ein paar Kilometer oder so, dann kann ich mich immer noch dran versuchen. Ich habe jetzt wirklich den letzten Rest aus der Dose rausgequetscht, um die Dinger wieder schwarz zu bekommen. Ja, dann lasse ich das jetzt mal trocknen, noch eine Stunde oder so. Und dann mal schauen. Ich mache jetzt hier die anderen Düsen rein. Und zwar habe ich mir welche bestellt bei Micron Systems. Einmal, jetzt muss ich nochmal in mein Handy gucken. Hinten auf jeden Fall kommt die größere. Nochmal zurück. Genau. Die 136er kommt hier hinten. Hinten heißt da, wo der nach hinten in den Zylinder reingeht. Dann habe ich gerade nochmal eben verglichen am Motorrad, wo jetzt vorne und hinten ist. Das wäre vorne, das wäre hinten. Ein bisschen verwirrend, weil der Pilz natürlich, ja, das ist beides nach vorne sozusagen, aber der sitzt ja so ungefähr, der Vergaser, glaube ich. Ja, genau. So, und das auf jeden Fall, der geht in den hinteren rein, deswegen muss da die größere Düse rein. So, jetzt kann man hier schön sehen, warum ich umgedüst habe. Sie haben natürlich auch gepasst. Das passt wunderbar, ist auch schön fest alles. Ich hoffe, dass mit dem Vergaser dann, dass alles gut läuft. Hat ja schon vorher jetzt gut gelaufen. Ich hoffe, jetzt wird es noch geiler.
So, Reifen hinten habe ich schon drauf. So, weiter geht's hier. Und zwar haben wir da vorne noch keinen Reifen drauf. Ich habe jetzt so einen anderen Wagen hier, aber hier drunter montiert. Und ja, damit das Motorrad vorne hochgebockt. War ganz schöne Arbeit, weil ich ja natürlich den Wagenheber vorher nicht drunter hatte und der ganze Motor, alles war schon drin, das ist ja sackschwer. Gott sei Dank konnte ich halt mit diesem Wagenheber und den Schopperständer, den man so kippen kann, das so da drunter bekommen. Ja, und jetzt haue ich dann die Felge da drauf und dann steht sie wieder auf eigenen Rädern. Ein Problem habe ich schon festgestellt, und zwar der Seitenständer auf dem alten Rahmen. Da war keine Schraube, die man rausnimmt, sondern das war fest verschweißt, also so ein Pinöppel. Und hier in dem Rahmen habe ich ein Loch, das zeige ich euch gleich später, wenn ich dann auf der Seite bin. Das heißt, ja, muss ich wohl mal zum Baumarkt und so eine entsprechend dicke Schraube mal besorgen, damit der Seitenständer nicht wackelt und so. Ich mache den jetzt nicht mit so einer zu dünnen Schraube fest, weil das macht keinen Sinn. Wenn da zu viel Spiel ist und das ganze Gewicht ist drauf, dann knackt die Schraube einmal weg und dann liegt der Motorrad da. Das muss nicht sein. Ja, ansonsten, ja, setze ich jetzt mal eben den Reifen drauf. Ich hoffe, das funktioniert. So, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich zuletzt war. Ich glaube, ich hätte das Video an, wo ich gerade reingesetzt habe, den Reifen. Er ist drin, rollt alles wunderbar. Ich habe hier schon mal die Fußraste wieder dran gemacht. Ja. Da habe ich aus Versehen eine Macke gestern rein beim Einbauen, beziehungsweise ich war fertig und dann hing unten noch diese von der Bremse, das Ding hier runter, hat mir schön Kratzer hier reingemacht, habe ich natürlich grob drüber gesprüht, aber jetzt sieht es scheiße aus. Das ist aber auch ein Schrott, den ich da abliefe. Aber naja, kann ich jetzt nicht ändern. Neue Pelle. Ja, ich habe tierische Probleme, die Kupplung zu entlüften. Ich habe jetzt auch mit einer Spritze von unten quasi nach oben gedrückt, aber irgendwo hängt es oder kommt es nicht durch. Ich habe keinen Plan, was ich jetzt noch machen soll. Die sehen echt gut aus. Da kann man nichts sagen. Ja gut, ich bin gut vorangekommen jetzt. Und lass mir auch ein bisschen Zeit, weil ich bin eh nicht so fit. Von daher halb so wild. Aber bis jetzt ein ganz geiles Ergebnis geworden. Aber ich bin ja noch nicht fertig. So. So Leute, jetzt sind wieder ein paar Tage später. Also dieses ganze Video, was ich jetzt hier zusammenschneide, das steht nicht an einem Tag, sondern eigentlich so schon in mehreren Wochen. Ich werde jetzt mit einem Heißluftföhn den Lack hier ein bisschen anhärten, weil der soll ja einmal heiß gemacht werden, damit der hart wird. Denn auf der anderen Seite, da ist ja hier noch so ein Deckel auf der anderen Seite, da ist, nachdem ich den Motor reingebaut habe und eigentlich alles safe war, ist ein anderes Teil, ich glaube von der Bremse hinten, was so ein bisschen daneben hing, leicht an den Deckel gekommen und mir den Lack da weggekratzt. Und das sieht jetzt so aus. Ein bisschen drüber gesprüht habe ich, aber naja, jetzt sieht eben jetzt kacke aus. Da werde ich wohl in Zukunft die Deckel irgendwann nochmal abmachen, dann nochmal neu machen. Aber jetzt erstmal mache ich den Lack strapazierfähig. So Leute, hat sich schon wieder ein bisschen was getan. Ich habe hier oben die zwei Luftfilterpilze schon drauf gesetzt, die Benzinpumpe ist drauf, der Einfüllstutzen und schon die ersten Leitungen für die Kühldingens. Meine Fresse, für Kühlwasser, so. Habe ich schon verbaut. Dann habe ich hier auch schon ein paar Kabel verlegt für Elektrostarter, Gerät, Dingsbums. Auf der anderen Seite habe ich schon einige Leitungen verlegt. Den Vorratsbehälter für die Kühlwasser habe ich schon dran gemacht. Und der ist auch hier oben schon angeschlossen. Jetzt werde ich noch den Massepunkt am Motor dran setzen und dann werde ich mich um die Zündanlage kümmern. Das sind auch nur zwei Schräubchen und ein Stecker und dann
Kann ich auch gleich direkt die neuen Zinnketzen reinsetzen. Hier ist mir eben Benzin drauf gelaufen und irgendwie hat das was mit dem Lack gemacht. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist der Deckel verflucht für mich hier. Erst hier, ach, die Narbe jetzt hier und dann hier die Scheiße hier mit dem Benzin, was da drauf getropft ist. Und irgendwie hat das so einen glänzenden Schimmer gemacht. Also ich werde irgendwann in Zukunft den Deckel nochmal abnehmen und neu machen. Aber naja, gut. Ja, schon ein bisschen Schwund ist immer. Ach ja, hier bei den Schwingen hinten auf der anderen Seite genauso habe ich die Chromverkleidung wieder dran gemacht. Muss ich nochmal gleich ein bisschen sauber machen hier. Bremse ist soweit fertig, verlegt und angeschlossen und auch schon entlüftet. Was ich habe ja versucht, das ist ja die Kupplung und die hat ja auch Bremsflüssigkeit drin, die ist nicht Metallzug. Die habe ich versucht zu entlüften und es funktioniert einfach nicht. Ich habe mir einfach einen Reparatursatz jetzt bestellt für den Kupplungsgeber hier oben. Und der kommt irgendwann die Woche. Ich bin gespannt. Hoffentlich funktioniert das alles. Ansonsten Bremse vorne ist auch intakt. Da kommen noch neue Bremsbeläge rein. Ich habe zwar neue hier irgendwo mal liegen gehabt. Ich habe jetzt aber mal neue bestellt, weil die haben nur 12 Euro gekostet. Von daher, ja, wenn ich die anderen nochmal finden sollte, dann kann ich die bei eBay Kleinanzeigen reinsetzen. Die sind ja auch neu. Oder ich behalte sie, falls mal welche auf sind. Was mache ich dann jetzt noch? Ja, so der ganze Kleinscheiß, der mich jetzt aufhält, den werde ich jetzt machen. Und also ich finde, das sieht schon ganz anders aus jetzt mit dem schwarzen Motor und dann die Chromteile, auch mit den Chromleitungen hier, wo ich abgeklebt habe. Ja, ich mache mich jetzt erstmal hier um noch ein bisschen Elektronik, Massekabel, Zündanlage und so weiter. Dann ist eigentlich, ja, dann kann ich schon den Kühler vorne drauf machen, aber dann mache ich noch mal kurz an. Ich werde jetzt nicht jeden Schritt genau filmen, wie ich etwas mache. Vieles davon habt ihr schon ein paar Videos gesehen, aber trotzdem als so ein Kompaktvideo, als so ein Allgemeinvideo, wie ich jetzt alles zusammenbaue oder wie das alles entsteht, packe ich das mal rein. So, wie man sehen kann, habe ich jetzt schon Heckfender und alles drauf, den größten Teil. Eigentlich alles an Elektrik, was hier zu tun hat, verkabelt, bis auf das Zündschloss. Das mache ich jetzt noch dran. Und dann geht es vorne an den Kühler weiter. Dann kommt Kühlflüssigkeit rein und dann gucken wir mal, was so geht. So, jetzt habe ich endlich hier die anderen neuen Bremsbeläge. Und die kommen jetzt natürlich da rein. Und das mache ich jetzt mal fix. Mal eben schnell Handschuhe suchen. Und so als erstes mache ich ein bisschen die Bremsscheibe ein bisschen sauber, weil da war mal irgendwas Öliges drauf. Hier sind die alten. Die sind richtig verölt. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wir verkommen die jetzt erstmal raus. Eben den Deckel einmal aufmachen hier. Dann, damit er voll ist. Und damit er leichter ist, von unten den Kolben reinzudrücken, mache ich mal eben auf hier oben. Das sieht schon voll aus. Da werde ich mal eben ein bisschen was absaugen. Da kommt sowieso gleich neue Flüssigkeit rein. So, ich mache das hier mit so einer Spritze. Das Ding ist, man muss auch aufpassen, dass da unten keine, dass der Boden nicht nackt ist, also wenn keine Luft reinkommt. Warte mal, irgendwo hatte ich doch hier. Da. Das ist alles uralte Bremsflüssigkeit, die ich hier schon rausgezogen habe. Aus Kupplung, aus Hinterradbremse. Jetzt ist gleich noch die Vorderradbremse dran. So, aber so können wir den Kolben schon mal zurückdrücken. Man muss halt die Seite und die Seite so weit auseinander kriegen, damit ich hier über diese Stifte rüberkomme.
Die haben irgendwie Öl gezogen. Gut, das Motorrad stand über 10 Jahre in einer Werkstatt oder in einer Scheune oder sowas in der Art. Und wer weiß, was da mal dran gekommen ist. Mal schauen, wie rum das war. So, es ist oben ein bisschen rausgespritzt. Ich war wohl zu schnell. Alles voll! Ich hoffe, dass es auch oben aus dem Behälter rausgegangen ist und nicht irgendwie aus dieser Pumpe. Ich habe zwar einen Reparatursatz bestellt, aber eben nur für die Kupplungsseite. Da sind sie drin. Jetzt müsste ich nur noch da unten rein. So, ich denke, wir sind breit genug, damit sie auf die Bremsscheibe passt. Das war es eigentlich. Jetzt werde ich hier gleich noch entlüften einmal, beziehungsweise oben eine neue Bremsflüssigkeit reindrücken und ja, dann probieren wir das erstmal aus. Ich denke, sollte aber eigentlich soweit okay sein. So, wie ihr sehen könnt, ich habe hier immer auf und zu gemacht. Und ich habe hier erst aufgemacht, wenn ich den Hebel hier durchgedrückt habe, beziehungsweise gezogen. Und jetzt sehe ich schon wieder die neue Bremsflüssigkeit, die ich eben reingefüllt habe. Also ich habe eben neue reingefüllt. Ist schon wieder ziemlich weit unten. Das heißt, ich werde jetzt mal aufmachen und nochmal nachfüllen. Und hier kommt ja immer noch braune Plörre raus, aber es wird langsam hell. Ich fülle mal eben neu nach. So, die Bremse ist fertig entlüftet. Hier ist fertig voll. Hier ist schon mal ready. Was ich gerade sehen konnte, wenn ich hier, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf Video habe. Wenn ja, dann weise ich darauf hin oder zeige ich es nochmal. Wenn nicht, ja, dann muss ich eben erklären. Hier ist ein großes Loch drin, das habt ihr eben gesehen. Und dann war hier noch so ein kleines Mini-Loch. Und wenn ich gedrückt habe, dann kam da Bremsflüssigkeit hoch. Und auf der anderen Seite hat er wahrscheinlich angesogen. Und ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Und genau das macht er hier nämlich nicht. Deswegen glaube ich, dass hier das eine Loch wahrscheinlich dicht ist. Ich werde das jetzt nochmal ausbauen und nochmal kontrollieren, wie das alles da so ist. So Leute, was ich jetzt geschafft habe, dieser rechts ist ja das große Loch und links so ein ganz kleines und das war verstopft. Jetzt mache ich nur noch diese braunen Stellen weg und dann bin ich hier fertig. Also ich habe gerade mal ausprobiert mit Bremsen, Reiniger und so weiter. Mit einer kleinen Nähnadel bin ich dann durch dieses Loch gegangen und dann ist sie irgendwann frei geworden. Und jetzt habe ich dann mal geprüft, Bremsenreiniger ins kleine Loch und dann die Kupplungspumpe wieder reingesetzt und da kam dann direkt auch wieder Luft raus, also das ist frei und ich hoffe, dass das dann endlich funktioniert. Ich mache das hier eben noch fix und dann sehen wir uns in der Montage wieder. So Leute, das kennt ihr ja schon. Habe ich in dem Video schon öfters probiert. Ich habe jetzt aber eine größere Spritze bekommen oder organisiert. Ich habe jetzt, ja, ich hatte das hier abgebaut, das habt ihr ja gesehen. Da war noch ein Loch verstopft. Und ja, ich habe immer wieder den Fehler gemacht, so oft durchgepumpt, dass das hier leer gelaufen ist. Jetzt habe ich das genau umgekehrt gemacht. Den hier voll gemacht mit dem Schlauch unten an den Entlüfternippel dran und dann von unten nach oben durchgedrückt. Und ja, so lange bis keine Luft mehr war. Ich habe halt geguckt, dass hier nirgendwo Luft durchkommt. Das kann man dann hier wunderbar sehen. Und dann habe ich oben zugemacht. Ich habe den relativ, ich sag mal, ganz, also ziemlich voll gehabt. Dann habe ich nochmal von unten gedrückt, so bis das halt hier an den Seiten rausquillt, weil das ist ja auch nicht so ganz fest hier, aber nur so, dass das beim Rausquillen habe ich dann direkt zugedreht, damit keine Luft reingeht. Und jetzt habe ich mal 5 Minuten gepumpt. Das hat echt ein bisschen gedauert und jetzt. Ja, ihr könnt es nicht hören, aber es funktioniert jetzt. Jetzt habe ich endlich entlüftet alles, den ganzen Kram hier. Das heißt, Vorderbremse ist nur Bremsflüssigkeit drin, hinten und Kupplung natürlich auch.
Und jetzt kann ich hier endlich zubauen. So, Seitendeckel ist drauf, sieht doch direkt wieder viel schöner aus, muss ich schon sagen. Oh nein, aufpassen. Wir machen eben noch mal kurz fest. Müssen wir dann später wieder was locker machen, wenn wir den ganzen Sammler wieder dran machen. So, das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Ich habe jetzt zwar nicht so viel geschafft, aber viele wichtige Dinge, die mich jetzt aufgehalten haben. Ja, werde ich mich jetzt um den Auspuff kümmern. Den mal eben auseinander pflücken. So Leute, das ist der Sammler. In den Sammler gehen die Krümmer rein und aus dem Sammler kommen dann die Endtöpfe raus. Quasi hier raus. Ich habe jetzt hier die neuen Zündkerzen rein und dann versuche ich das erstmal wieder zu starten nach dem ganzen Umbau. So, ich habe die Krümmer wieder dran. Neue Zündkerzen sind drin und jetzt gucken wir mal. Ah. Erster Start nach dem Aufbau, Umbau wieder. Jetzt auch noch lackiert, das waren die Auspuffschellen. Ja, einmal noch mal poliert. Der Sammler ist lackiert. Genauso auf der anderen Seite. Jetzt machen wir das mal an, wie das sich anhört ohne Endschalldämpfer, aber mit Sammler. Letzte Tage hatte ich den ja an ohne alles. Hier ist auch Sound! Hört ihr das? Geil! Leute, das ist meine allererste Probefahrt! Ich kann nicht mehr! Leute, ist das sexy! Leute, ist das geil! Vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, ich habe sie selber aufgebaut. Jede verkackte Schraube, alles, den Motor rein und raus geschoben. Und wenn man bedenkt, durch die ganzen Schmerzen von dem Unfall und alles, ich war so eisern, hab's trotzdem gemacht. Leute, so, das ist jetzt hier auch Abschluss. Damit beende ich das elendlange Video jetzt durch diese Probefahrt und den Motorvlog noch dabei zum Abschluss. Da wird es locker 40, 45 Minuten lang.
Tut mir leid, wenn das so lange ist, aber ist einfach so. Ich wollte das alles in einem Video reinpacken. Jetzt die komplette Endmontage und so weiter. Mann, 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 ist das geil. Leute, wir sehen uns. Haut rein.